Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Split 3 Rennen. Heute wieder mal mit mir zurück aus dem Urlaub. Genau, es ist zu Gast in Singapur. So, schon mal ist wieder bei der drauf 8 Zehntel Verbesserung. Im Moment reicht es noch für P3. Und Niklas konnte keinen mehr draufsetzen. Jetzt hat der durch den schnellen Sektor hier, letzter Sektor, da steht Almin, macht fair Platz. So, nur noch adapt jetzt auf einer richtig schnellen Runde. Was reißt er noch? Durch die letzte Kurve, jetzt hat nochmal gut mitnehmen, nicht wegdrehen. Und dann setzt er sich voraussichtlich auf P2. Ich wollte schon 3 sagen, aber ganz knapp vor Almin. Wirklich sehr knapp. Damit ist es vorbei. Niklas auf Pole. Vor Debt, Almin, Kappa, Kramer-Freutsch, Jakob und Dioka. Der aber im Sprintrennen, glaube ich, genau von der 1 starten kann. 5 rote Lichter hier in Singapur. Sie gehen jetzt aus. Guter Start vorne für. Ui, ich sehe es gerade nicht. Jakob, schlechter Start. Dioka, guter Start. Adept kommt auch nach vorne. Schlechter Start für Almin. Hat den Start da völlig verpennt. Kappa auch guter Start. Damit den Quersteher jetzt. Niklas, mega Start. Vor auf P3. Adept auf 4. Kramer-Frosch 5. Jakob 6. Jakob, klarer Verlierer des Starts. Und Niklas, klarer Gewinner. Dioka konnte sich vorne halten. Jetzt hat Kappa versucht aber anzugreifen. Niklas ist auch schon direkt dahinter. Und Kramer-Frosch hängt im Heck von Adept. Überholen, nicht einfach. Gibt aber Möglichkeiten. Und Kappa wirklich viel schneller als Dioka. Kann jetzt schon sich neben ihn setzen. Geht er da rein in die nächste Kurve. Aggressiver Move, aber er kommt durch! Oh nein! Nein, 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 Niklas, nein, Niklas! Ist da im Sandwich gewesen und die Joker hat sich gedreht. Eieiei, und Niklas ist, glaube ich, mit nochmal glimpflich davon gekommen. Almin auch und Jakob auch. Uiuiui, ich glaube, da hat sich die Joker gedreht und dann hat er volle Kanne Niklas mitgenommen. Ich glaube unabsichtlich auf alle Fälle. Kappa auf der 1, Debt auf der 2, Kramer-Frosch auf der 3, Niklas auf der 4, Almin auf der 5, Jakob auf der 6 und Dioka auf den letzten Platz zurückgefallen. Ui, Debt lässt ihn durch. Debt lässt ihn durch. Was ist das denn? Dir geht's doch um die WM, Debt. So, jetzt kommt der Angriff von Niklas, geht außenrum vorbei an Kappa. Kappa drängt ihn da schon ein bisschen sehr ab, würde ich sagen. Hartes Racing. Und Kappa wird da, glaube ich, nicht lange standhalten können. So, jetzt geht das DRS. Was? Hä? So klappt denn da nichts auf hinten? Da steht nichts offen. So, jetzt hat Niklas auf der Innenseite, sollte sich jetzt durchsetzen können, kommt da weit raus und touchiert der Kappa hart, aber ich würde sagen noch an der Grenze. Kappa jetzt hat auf P2 zurückgefallen und ich glaube, das war's jetzt mal für dieses Rennen mit Spannung. Schauen wir aber weiterhin weiter drauf. Und Kappa kann sich gut dran halten. Er gibt zumindest sein Bestes. Und Niklas lässt ihn vorbei. Auf alle Fälle geht da nichts auf. Ohne DRS jetzt hat Niklas vorbei an Kappa. Oder nächste gehen Rad an Rad in die nächste Kurve. Selbe Situation wie in der letzten Runde. Was er auch immer macht, dass er so schnell ist, ich habe keine Ahnung.
Herzlichen Glückwunsch an Niklas an dieser Stelle, der den großen Preis von Singapur gewinnt, da das Feuerwerk ist für dich. Herzlichen Glückwunsch, du hast es dir verdient. Sehr starkes Wochenende für ihn. Genauso wie für Kappa, der auf P2 über die Ziellinie kommt. Herzlichen Glückwunsch auch an ihn. Da hinten rechts haben wir ein kurzes Feuerwerk gesehen. Almin kommt wahrscheinlich auf der 4 ins Ziel. Und Kammerfrosch holt noch P3, also ein Podium für Kammerfrosch. Herzlichen Glückwunsch. Jakob auf P5. Kommt er dann übers Ziel. Und voraussichtlich auf dem letzten Platz Tioca. So, Tioca jetzt auch noch über die Linie. Damit haben wir das Rennergebnis. Niklas gewinnt vor Kappa und Niklas auch Fahrer des Tages. Uiuiui. Da verschlägt sie doch glatt die Stimme. Auf alle Fälle Niklas vor Kappa, vor Kammerfrosch, dann Almin, glaube ich, war es. 5. Jakob, 6. Tioca und 7. der Tier. Sehen wir noch die Podiumsfeier. Niklas, sehr, sehr stark bis jetzt das Wochenende von ihm. Auch Kappa nicht schlecht und Kammerfrosch auch, steigert sich mit jedem Mal. Das war's vom ersten Sprintrennen und wir gehen gleich weiter zum zweiten. So, 5 Rotlichter kommen jetzt hat hier, gehen spät aus und da schlechter Stand für Almin erneut da vorne jetzt hat. Schauen wir mal von hinten drauf. So, tritt Rad an Rad in die erste Kurve, geht da alles gut. Niklas, Kappa nebeneinander. Vorne Adept konnte seine Position verteidigen. Tioca jetzt hat bloß nicht drehen. Wenn er sich jetzt dreht, ist blöd. Niklas auf der 4 vorgefahren. Jetzt hat Jakob gegen Niklas. Heißt wahrscheinlich das nächste Battle. Niklas jetzt in den Reihen. Ja, was ein Move, zu dritt nebeneinander. Viel weit gehen sie jetzt in die nächste Kurve. Das kann nicht gut gehen. Oh, es geht irgendwie gut. Jetzt hat nur noch zu zweit nebeneinander. Kappa, was ein Battle gerade hier in Runde 1. Und Niklas konnte sich erstmal durchsetzen im Duell gegen Kappa. Free White da in die Kurve reingegangen. Eieiei, das hätte nicht gut geendet. Das kann ich sagen, wären sie weiter so gefahren. So, also verlesert. Erstmal ein bisschen Ruhe. Niklas kommt jetzt rein in die A-Nadel-Kurve. Gegen Jakob. Hat Hunger. Will nach vorne. Will möglichst schnell vorbeikommen an den langsameren in Anführungszeichen Fahrern, damit er schnell dran ist an Adept und den jagen kann. Oh, was eine Pace von Niklas. Im letzten Rennen fährt er dann auch noch von der Pole los und Tioca. Was machst du? Gehst, woiuiui, was? Und Jakob nimmt den Notausgang. Ich glaube, da wollte er Tioca ausweichen oder was auch immer. Da liegen jetzt aber auf alle Fälle Frontflügelteile und die sind von Almin. Der da wahrscheinlich Tioca drauf gefahren ist. Muss jetzt auch reinkommen. Tioca, Almin fährt weiter. Ui, Tioca verpasst da die Boxeneinfahrt auf alle Fälle. Ja, hier müssen wir nochmal schauen, was wir mit Tioca machen. Fährt gerade nicht so das sauberste Zeug daher, aber müssen wir mal schauen. Ich weiß gerade nicht, was da los war. 4-5 im Moment für HWA. Aber Kappa ist dran an Kammerfrosch. Gehen wir einmal alles durch. Adept konnte seinen Platz verteidigen. Auf der 1, Niklas auf der 2, Kammerfrosch auf der 3, Kappa auf der 4, Almin auf der 5, Jakob auf der 6 und Tioca auf der 7. Ui, das sah gerade komisch aus, aber war nichts. So, jetzt hat Kappa gegen Kammerfrosch hier. Wer kann sich da durchsetzen? Jetzt hat Kammerfrosch hat jetzt die Innenseite, Kappa nicht mehr. Und Kappa mit dem Switchback geht er jetzt hier vorbei oder nicht? Richtig geile Battles hier zu sehen. Jetzt hat Komsi Rad und Rad angeschossen und da wird es etwas spät für Kappa, aber noch im okayen Bereich, sage ich jetzt mal. Kappa vor auf P3.
3. Jetzt heißt auf alle Fälle DRS nochmal auf in die nächste Kurve rein. Adapt gegen Niklas. Adapt versucht sich da nochmal rein zu bremsen, schafft es aber leider nicht und Niklas geht durch. Also ich würde es natürlich cool finden, wenn der Adapt hier gewinnen könnte und das Hauptrennen auch, damit die WM-Spannung einfach bis zum letzten Wochenende bleibt. Ist sie zwar auch so da, aber sehr schwer für Adapt, das zu schaffen dann. Und Dioka ist raus, hat die Session aufgegeben. Safety Car ist raus. Safety Car, und das macht es natürlich nochmal spannend. Das ganze Feld kommt zusammen. Jetzt zurück aufs Renngeschehen, wo es den Restart geben wird. Jakob hat sich in der Zwischenzeit nochmal 3 Sekunden abgeholt. So, jetzt hat Niklas gibt das Tempo an. Jakob ist noch gerade so rangekommen. Niklas, wann gibt er Gas? Es ist... Ja, und es ist jetzt. Aus der letzten... Nee, noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt hat aber. Und schlechter Restart für Adapt. Fällt da schon einen Platz zurück. Und jetzt wird es auch eng mit dem Rest. Uiuiui, da knapp aneinander rumgefahren. Die beiden hier, Kammerfrosch greift jetzt Almin an. Almin oder Kammerfrosch, die beiden jetzt Rad an Rad in die nächste Kurve. Das wird eng, das wird schnell und eng, aber geht es noch gut? Uiuiui, da vorne jetzt hat auch Adapt dran an Almin. Almin jetzt hat ihn voll zurückgefallen. Nix Adapt dran an Almin. Adapt dran an Kappa gewesen. So, jetzt hat Almin irgendwie dann doch zurückgefallen. Ich weiß gerade nicht, was da passiert ist. Ich glaube, er hat einfach zurückgezogen und dadurch fast den Platz gegen Jakob verloren. Aber jetzt nicht übermutig werden und alles riskieren. Das Rennen ist noch lang. Noch ganze 5 Runden. Adapt nah dran oder schon vorbei an Kappa, jetzt über die Außenseite, jetzt hat wieder Innenseite, wie geil sind denn gerade die Battles hier, jetzt wieder innen rein wie die anderen und Adapt kriegt die bessere Taktion und nein, Kappa kriegt sie und Kappa kann sich durchsetzen und geht Switchback, oh mein Gott, was ein Battle von Adapt und Kappa immer noch Rad an Rad, die beiden, nächste Kurve ist die Kurve für Adapt und Kappa verbremst sich, jetzt hat immer noch Rad an Rad. Die sind ja Wahnsinn. Und jetzt hat rein hier in die enge Passage und Talnadelkurve. Adapt konnte sich durchsetzen. Aber wie geil war denn dieses Battle hier? Jetzt sind sie wirklich beieinander. Und da ist der Fehler von Almin gegen Jakob. Jetzt hat hier Rad an Rad muss er kämpfen. Und das erlaubt Kammerfrosch sich davor zu halten. Wird jetzt eng für Jakob da was zu machen. Aber ja, da wird jetzt erstmal, glaube ich, nichts entstehen. Sieht genau das aus, aber herzlichen Glückwunsch an Niklas, der bis jetzt alles auf P1 abgeschlossen hat, bis auf, na alles, alles, herzlichen Glückwunsch, Meister des Auto in die Wand, vor Freude, Adapt, herzlichen Glückwunsch, mega geiles Battle gegen Kappa, war sehr knapp, auf P2 und Kappa auf der 3, Kammerfrosch und Almin, jetzt hat hier Foto-Finish, wer wird's? Es sind Kammerfrosch und Jakob ist sogar noch auf B5 vorgekommen und Almin auf der 6. Was ein Finish hier. Alter, war das geil. Wie geil war denn dieses Finish? Oh mein Gott, war das geil. Was ein Rennen. Niklas vor Adapt und Kappa, das ist das Podium. Auf alle Fälle, probieren wir es gleich mal aus. Die 5 roten Lichter gehen an, um auszugehen. Und sie gehen jetzt aus. Niklas, guter Start. Adapt, kein schlechter Start. Almin, wieder schlechter Start. Also, unser Startkönig wird er nicht. Und Kappa. Was war das denn? Eine Divebomb des Todes. In die Kurve rein. Almin, auf P5. Jetzt hat Rad an Rad mit Dioka. Wow, Dioka, knapp, das war sehr knapp. Jetzt hat Jakob und Almin Rad an Rad in die nächste Kurve, da hat er die Schnauze voll, Almin. Oder Jakob, eher gesagt, hat die Schnauze voll und kämpft. So, jetzt hat
Schauen wir mal, Tyoka, was kann er jetzt machen? Vielleicht mal nicht auf den letzten Platz zurückfallen, keine Ahnung. Auf alle Fälle, jetzt hat Niklas Kappa, Niklas Adept Kappa, Karma Frosch, Tyoka, Almin und Jakob. So, ich bleib mal kurz hier drauf, ich muss nämlich kurz was nachschauen. Virtuelle Safety Car ist raus, weil Jakob sich rausgedreht hat. Bitte. Durchfahrtstrafe für Adept! Nein, wie bitter! Durchfahrtstrafe für Adept und das wird jetzt schwer, den zweiten Platz zu halten. Und was hat Kappa für eine Strafe? Und da hinten, Tyoka auch Durchfahrtstrafe. Bitter für die beiden. So, Karma Frosch kommt rein, Adept setzt seine Durchfahrtsstrafe ab und Tyoka wahrscheinlich dann auch. So, damit im Moment Doppelpodium für HWA. Und Adept ist raus, erneut raus, hat in der Box aufgegeben, wieso auch immer. Und damit macht er nur mit einem Rennen Punkte gut. Sehr komisch. Sind da die letzten Kurven für Niklas und er gewinnt. Das Hauptrennen vorerst. Wie gesagt, ich muss schauen, wie es ist mit den Donuts, ob da noch was passiert. Wahnsinns Wochenende gefahren. Herzlichen Glückwunsch. Da wieder das Feuerwerk für ihn. Der nächste ist Kappa. Wird ein Doppel-HWA-Podium voraussichtlich werden. Starkes Wochenende der beiden Fahrer. Sie haben sich beide verdient. So, jetzt hat die letzten Kurven für Kappa, der P2 und ich glaube dreimal P2 für ihn. Sehr stark. Herzlichen Glückwunsch an Kappa. Ne, zweimal P2 und einmal P3. Genau, herzlichen Glückwunsch an Kappa. Der nächste ist Tyoka, glaube ich, der ins Ziel kommt. Herzlichen Glückwunsch. Sieht man doch, hast dich gesteigert. Almin, der sein erstes Podium holt im dritten Rennen. Heute sein Debüt gegeben, heute das Podium geholt, sehr stark von ihm. So, das war's. Das Podium Niklas Kappa und Almin. Falls ihr im Nachhinein auf YouTube unterwegs seid, lasst ein kostenloses Abo da, lasst einen kostenlosen Like da, schaut in die Videobeschreibung. Genau, in der Videobeschreibung sind auch Links oder in der Kanalinfo, da sind alle möglichen Links zu Social Media Plattformen, genauso wie zu unserem Discord Server. Genau. Dann schauen wir jetzt auch mal kurz aufs Ergebnis und dann bis zum nächsten Mal. Ja, so, das war's mit der Podiumsfeier. Und wir blicken nochmal auf das Hauptrennergebnis. Hier ist es. Genau. Gesamtsieger am Wochenende ist Niklas Kappa, Almin, Kammerfrosch, Tyoka, Adept, Jakob Heger. Genau. Das ist das Hauptrennergebnis, das Sprintrennergebnis. Und das Sprintrennen-1-Ergebnis. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und ciao.